zum Beispiel. Ein bisschen größer noch. Irgendwo weiter unten. Und dann ziehst du das einfach hier komplett einmal durch. Und dann machst du nur hier vorne die vier Blöcke weg. Schwimmst da rein und setzt da Wasser rein einfach. Und das Ding ist, wenn du hier oben die oberste Schicht wegnimmst, das Wasser steigt nicht. Das heißt, du hast hier quasi das mit Wasser und musst dann nachher nur noch Glas oben drauf machen. Das ist ziemlich easy. Das kannst du dann im Nachhinein ziemlich easy bauen. Dann müssen wir zum Glück nichts drumherum bauen. Weil zum Glück steigt das Wasser in Minecraft halt nicht synchron zum gesamten Spiegel, weißt du? Sondern nur bis zu einem gewissen Punkt. Ein tiefes Fundament gebaut. Wir haben es was geschafft. Natürlich, was ist Motorrad bei dir? Ultra laut. Baut. Oder Schwachsinn, wenn man denkt, dass ich gerade am Abreißen bin. Es wird schon wieder richtig dunkel gleich. Aber ich kann in der Nacht ziemlich gut sehen. Siehst du noch relativ gut? Ziemlich dunkel. Ich sehe mega viel. So wie bei der See. Dadurch, dass wir hier im Wasser und tief unten sind, stört uns hier eigentlich auch kein Zombie. Das heißt, rein theoretisch können wir durcharbeiten. Das war nicht so früh. Ich sag ja, rein theoretisch. Krass, hier unten ist sogar Eisenerz noch. Yay! Oh, meine Fresse. Hast du noch Steine? Nee, nee. Müssen wir morgen abbauen. Gehen wir jetzt erstmal pennen hier, ne? Warte, ich schmeiß noch meinen Sand mal gerade raus, oder? Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Also mein Dirt und alles. Den brauchen wir halt fürs Glas und so, ne? Also den Dirt brauchen wir auf jeden Fall nicht. Ja, den Dirt brauchen wir auf jeden Fall nicht. Davon gibt es in dieser Welt ja unendlich viel. Aber den Sand behalte ich immer ganz gerne für Glasscheiben und so einen Scheiß. Den Sand habe ich auch mitgenommen. So. Eisen. Das ist eine Spinne direkt vor der Tür. Kill den mal bitte. Alles klar. Das war doch mal ein erfolgreicher Tag, würde ich sagen. Fertiges Haus, nee, aber fertiges Fundament, würde ich mal sagen. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Das ist schon ein Zombie. Oh, du bist beschossen mit Pfeilen. Ach ja, scheiß auf den. Kannst du nicht zielen. Muss halt nur im Zickzack laufen, dann treffen die nicht. Boah, da hinten sind mega viele Schweine, Alter. Ich hole mir jetzt noch ein bisschen Schweinefleisch.
krass, Mann. Voll die Burg hier eigentlich. Ja. Ey, das sind auf jeden Fall locker schon mal 2 Etagen. Na, es geht. Wir gucken einfach mal, wie hoch wir unsere Etagen bauen wollen. Das muss auch nice aussehen. Weißt du, man muss halt voll viel achten, so, wenn man mit Holzkonstruktionen arbeiten will, ob man, wie die Querstreben aussehen sollen und so ein Scheiß. Ja, ja. Stirb doch endlich! Dachte, kann man hier auch so Parkettboden legen, so? Mit Holzplanken. Ja, ja, diese Holzplanken, genau. Dafür brauchen wir halt auch erstmal einen Pickup. Man kann auch erst Teppiche bauen, also in dem letzten Update kann man Teppiche bauen. Ja, erstmal eine Lage Parkett irgendwie. Nee, das machen wir nicht. Ich würde sagen, hier unten machen wir die ganzen Farmen und so hin, oder? Lass uns als allererstes gucken, wo der normale Fußboden hinkommt. Den würde ich nicht in den Keller setzen, den würde ich erst ab. Erstmal hier oben eine Etage. Ja, ab Erdgeschoss aufwärts und dann kommen wir nach unten. Ja, dann machen wir jetzt erstmal massig viele Holzbretter, oder? Okay. Ja. Erstmal Holzfarmen gehen, glaube ich, wäre nicht schlecht. Schon bauen wir jetzt erstmal noch eine Axt. Ich glaube, es ist noch eine in der Truhe, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Sonst, wie wird die gebaut? Hier drüber. Kein Bock über die. Ja, so wie eine Spitzhacke halt, also mit auch mit 3 Steinen, aber halt so um die Ecke rum, weißt du? So wie die Form von der Axt. Hier ist keine mehr drin. Ich muss eine bauen. Aber wir haben keine Steine mehr, ne? Was sagt denn hier? Eine Eisenaxt machen. Ja, aber Eisen ist eigentlich zu wertvoll für sowas. Wir haben, guck mal, wir haben noch ein Eisen. Wir müssen eigentlich mal welches machen, Eisen. Hier im Ofen. Ja, warte mal. Wo ist denn jetzt die Kohle, die ich gerade rausgenommen habe? Ja, aber Stein ist schon besser. Ich nehme mir einfach. Wir haben hier noch Steinäxte, dann nehme ich, mache ich noch ein bisschen Stein. Ach, nimm schon in die Hand, los. Zweite. Ich brauche aber noch Kohle, wir brauchen ein paar Torches noch. Kannst du die mal mitbringen? Ja, ich meine jetzt mal ein paar Torches, ich habe keinen mehr, ich habe meine nämlich alle verloren. Wir brauchen doch nicht runter in den Keller gehen, wir können auch hier, wo wir unsere Erde rausgeholt haben. Ja, aber unten, das ist cooler. Na, ich bin jetzt schon hier drin, hier habe ich nämlich eben auch mega die krasse Kohleader gefunden. Wir haben ja gar keine Kohle mehr, die hast du alle da oben reingepackt, ne? Ja, kannst du auch was rausholen, wenn du willst. Kannst auch Holzkohle machen, einfach mit Holz, ne? Habe ich aber, glaube ich, eben schon erklärt. Mhm. Wie das geht. Ich lasse deinen Namen gerade durch den Boden wandern. Das ist so krass, dass ein Minecraft jetzt funktioniert. Das ist so lächerlich. Eigentlich müssen wir mal einen Brief an Orakel schreiben, dass das echt nicht geht. Das ist so peinlich. Mhm. Also 3 Steine hoch reicht auf jeden Fall für eine Etage, ne? Ne, mehr. Also ich stehe hier gerade, ne? Ich stehe gerade in der Höhle und also ich weiß nicht, es hat schon fast Altbaucharakter. Ja, kommt drauf an, was du halt da reinbauen willst.
Ist ja egal, drei Blöcke übereinander sind schon echt hoch, Mann. Komm mal hier runter. Ja, ich bin doch hier auch gerade bei drei Blöcken, aber ich finde das so. Wenn du noch Lampen auf an der Decke dran hast, dann stößt du schon fast gegen die Lampen, weißt du? Und die Fenster halt, dann hast du halt immer nur zwei große Fenster. Also, wenn du die Decke ja. drei hoch machst. Achso, ja, vier hoch wäre vielleicht cooler, ne? Oh, ich brauche zumindest, also ja, im Keller würde ich das nicht unbedingt machen, aber alles, was wir oben drauf bauen, das kann vier hoch sein. Das können wir ja immer noch kurzfristig entscheiden. Na, ich brauche erstmal schnell was zu essen hier. Alter, schnell, 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 ich verhungere. Warum kann ich nicht mehr gehen? Es geht so schon schnell. Kann man Eier eigentlich auch hier im Ofen einfach? Ne, da braucht man Küche für. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das mit der Eier macht. Man kann nämlich echt? Auch Kuchen backen und so einen Scheiß. Ja, muss man dann und Mehl halt und auch Getränke brauen, und so ne? Kram. Ja. So, ich mache ja schon mal die Steine an die Außenwand hier dran. Aber wir müssen diese sowieso noch ersetzen, die Steine nachher. Von daher ist das erstmal egal. Das können wir nachher noch machen. Perfekt. Eine Axt ist genau im richtigen Moment kaputt gegangen. Also, wofür brauchen wir die Steine jetzt? Zum Auskleiden, ne? Bist du noch, oder? Okay. Ich hab jetzt auch nochmal. Aber wir machen sowieso nachher noch Holzpfähle da rein, aber das zeige ich ja nachher, wie das aussehen wird. Das sieht richtig geil aus. Wie so ein altes Fachwerkhaus dann. Gespannt, wie es aussehen wird, wenn es fertig ist. Ich nehme hier schon mal das Eisen raus. Soll ich schon mal Holzfarmen gehen? Ich wollte mir ja eigentlich die Axt aus den Steinen bauen. Das war der eigentliche Plan. Wir wollten eigentlich beide Holzfarmen gehen. Ja, aber die Wand muss auch gemacht werden. Die ist ja fast fertig. Danach. Ich baue jetzt erstmal ein paar Äxte für uns. Nun gut. Juhu, noch ein Faden. Ich habe eben beim Graben irgendwelche Ratten oder so gesehen. Fledermäuse, die waren aber im Boden drin. Ja, Fledermäuse. Kann sein, dass die irgendwie verbuggt waren und da rumgeflogen sind.